Hey, willkommen zu einem neuen Video. Die Tierwelt ist unglaublich vielfältig. Schätzungsweise 8,7 Millionen Arten leben auf unserem Planeten. Unter diesen Millionen von Arten gibt es unzählige, die man als freundlich bezeichnen kann. Während einige Tiere aufgrund ihrer Instinkte oder früherer Erfahrungen ängstlich oder distanziert gegenüber Menschen sind, gibt es andere, die eine vertraute Beziehung zu Menschen aufbauen und friedlich mit ihnen umgehen. Heute zeigen wir euch die 20 freundlichsten Tiere der Welt. Du bist neu auf diesem Kanal? Dann vergiss nicht, uns zu abonnieren und aktiviere die Benachrichtigungsglocke. Bevor wir anfangen, gib einen Daumen hoch. Nummer 20. Was weißt du über Lamas? Abgesehen davon, dass sie spucken können. Wenn Lamas spucken, ist das typischerweise ein Verteidigungsverhalten. Sie spucken nur, wenn sie sich bedroht oder wütend fühlen, denn eigentlich hast du es mit einem der sanftmütigsten Tiere überhaupt zu tun. Lamas sind freundliche Tiere, die für ihr geselliges und ruhiges Wesen bekannt sind. Instinktiv sind sie Herdentiere und genießen das Zusammensein mit anderen Lamas und Menschen. Lamas sind auch sehr verspielt, was sie zu einem wunderbaren Haustier macht. Sie lieben es, zu rennen und zu springen, besonders mit ihren menschlichen Begleitern. Diese Tiere eignen sich auch hervorragend als Therapietiere, da sie durch ihre beruhigende Ausstrahlung Stress und Ängste abbauen können. Lamas sind intelligente und trainierbare Tiere, die sehr schnell lernen. Als Haustiere sind Lamas pflegeleicht und können ihren Besitzern gegenüber sehr anhänglich sein, vor allem wenn sie schon in jungen Jahren sozialisiert werden. Ein weiterer interessanter Fakt ist, dass Lamas mit verschiedenen Lauten kommunizieren, darunter auch brummen und sogar schreien, um soziale Bindungen aufzubauen und sich gegenseitig vor Gefahren zu warnen. Nummer 19. Sugarglider sind faszinierende und einzigartige Tiere, die ursprünglich aus Australien stammen und erst in den frühen 1990er Jahren als Haustiere eingeführt wurden. Diese kleinen Beuteltiere sind für ihr geselliges Wesen bekannt und können tolle und freundliche Haustiere sein. Sie lieben es zu kuscheln, ihre Umgebung zu erkunden und mit ihren Besitzern zu spielen. Sie sind intelligente Tiere, die starke Bindungen zu Menschen aufbauen können und viel soziale Interaktion brauchen, um glücklich zu sein. In freier Wildbahn leben sie in Gruppen von bis zu 30 Tieren und bilden starke Paarbindungen mit ihren Partnern. Wenn sie als Haustiere gehalten werden, gehen sie eine enge Bindung mit ihren Besitzern ein und zeigen oft deutliche Anzeichen von Freude, wenn sie bei ihrem Lieblingsmenschen sind. Sie sind sogar dafür bekannt, dass sie ihre Besitzer aufsuchen und ihre Aufmerksamkeit einfordern, indem sie sich lautstark bemerkbar machen, sie striegeln oder sich ihnen direkt nähern. Als Haustiere haben sie eine lange Lebensdauer, die bei richtiger Pflege und Aufmerksamkeit bis zu 15 Jahre betragen kann. Wer möchte nicht so ein süßes fliegendes Haustier haben? Eine weitere interessante Tatsache ist, dass sie auf beiden Seiten ihres Körpers eine Hautmembran haben, die es ihnen ermöglicht, in der Luft von Baum zu gleiten. Nummer 18. Wie freundlich kann eine Bartagame wirklich sein? Die Antwort lautet sehr freundlich. Diese Reptilien kommen ursprünglich aus Australien und sind für ihr sanftes Wesen bekannt. Sie haben ein freundliches und ruhiges Temperament und freuen sich über menschlichen Kontakt, sodass sie leicht zu halten und zu trainieren sind. Im Gegensatz zu einigen anderen Reptilien, die oft aggressive Tendenzen zeigen, sind diese Tiere im Allgemeinen ruhig. Außerdem können sie durch Sozialisierung und Interaktion eine Bindung zu ihren Besitzern aufbauen. Bei der Sozialisierung werden sie mit verschiedenen Menschen, Sehenswürdigkeiten und Geräuschen konfrontiert, damit sie sich wohler fühlen und entspannter mit neuen Erfahrungen umgehen können. Sie können sogar den Geruch ihres Besitzers erkennen und werden aufgeregt, wenn sie ihn sehen oder hören. Durch ihr freundliches Wesen eignen sie sich besonders gut als Therapietiere, vor allem in Schulen und Krankenhäusern, wo sie den Patienten Trost und Entspannung spenden. Ihr freundliches Wesen erstreckt sich auch auf ihre Ernährung und die allgemeine Pflege. Sie ernähren sich relativ einfach von Insekten und Gemüse und sonnen sich gerne unter UV-Licht. Auch fühlen sie sich in einem Terrarium sehr wohl. Vielleicht spuckt er kein Feuer wie ein echter Drache, aber immerhin ist er genauso wertvoll. Nummer 17. Es mag dich überraschen, aber es gibt einige Schlangen, die sehr freundlich sein können. Die freundlichste von allen ist die Kornnatter, die im Südosten der Vereinigten Staaten vorkommt. Sie sind in der Regel sanftmütig und eignen sich hervorragend als Haustiere für diejenigen, die bereit sind, sie zu pflegen und ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Interessanterweise leitet sich ihr Name nicht von ihren Ernährungsgewohnheiten ab, sondern von dem Schachbrettmuster auf ihrem Bauch, das an Maiskörner erinnert. Dieses einzigartige Muster wirkt wie eine natürliche Tarnung und ermöglicht es ihnen, sich nahtlos in ihre Umgebung einzufügen. Sie haben ein gutmütiges und tolerantes Temperament, sodass sie leicht zu handhaben und zu halten sind.
Während wilde Schlangen in der Regel versuchen, Menschen zu meiden und sich zu verstecken, können sich in Gefangenschaft gezüchtete Schlangen an den menschlichen Kontakt gewöhnen. Das bedeutet, dass diese Schlangen bei richtiger Behandlung und Sozialisierung gerne mit ihren Besitzern zusammen sein können. Da sie nicht aggressiv sind, fühlen sie sich in der Nähe aller Familienmitglieder wohl. Sowohl bei Erwachsenen als auch bei Kindern. Nummer 16. Die weiße Fledermaus von Honduras ist eine kleine insektenfressende Fledermaus, die in Mittel- und Südamerika einschließlich Honduras heimisch ist. Diese Fledermaus gilt im Allgemeinen als nicht aggressiv und ist für Menschen auch nicht gefährlich. Tatsächlich sind diese Fledermäuse ziemlich scheu und vermeiden den Kontakt mit Menschen, wenn möglich. Eines ihrer bemerkenswertesten Verhaltensweisen ist die Fähigkeit, sich ihre Schlafplätze selbst zu bauen, indem sie große Blätter anbeißen, die sich dann zu einem geschützten Raum zusammenfalten. Dieses Verhalten wird als eine Anpassung angesehen, die es den Fledermäusen ermöglicht, sowohl Raubtieren als auch ungünstigen Wetterbedingungen auszuweichen. Es ist auch bekannt, dass sie sich pflegen, um die sozialen Bindungen innerhalb der Gruppe aufrechtzuerhalten. Diese Gruppen können aus bis zu 6 Individuen bestehen und umfassen normalerweise sowohl Männchen als auch Weibchen. Diese niedlichen kleinen Kreaturen kuscheln sich gerne aneinander, um sich zu wärmen, und kommunizieren miteinander durch Laute und Körpersprache. Nummer 15. Seepferdchen sind faszinierende Meerestiere, die für ihr unverwechselbares Aussehen und Verhalten bekannt sind. Sie gelten zwar nicht als so freundliche Tiere wie Katzen und Hunde, aber du wirst feststellen, dass sie überraschend sanft sind. Sie neigen im Allgemeinen nicht dazu, zu beißen oder anzugreifen und bewegen sich eher langsam, um Konfrontationen zu vermeiden. Seepferdchen gewöhnen sich leicht an die Anwesenheit von Menschen in ihrer Umgebung und können sogar darauf trainiert werden, aus deiner Hand zu fressen. Ein interessanter Aspekt ihres freundschaftlichen Verhaltens ist, dass Seepferdchen monogam sind und ihr ganzes Leben lang mit demselben Partner zusammenbleiben. Während der Balz zeigen sie eine tänzerische Darbietung, um sich an ihren Partner zu binden. Einmal gepaart bleiben sie zusammen, bis einer von ihnen stirbt. Dieses Verhalten macht sie zu treuen Gefährten und sorgt dafür, dass sie anderen Tieren gegenüber weniger aggressiv oder territorial sind. Nummer 14. Schwäne sind große, anmutige Vögel, die oft mit Schönheit und Eleganz in Verbindung gebracht werden. Obwohl sie den Ruf haben, aggressiv oder territorial zu sein, können Schwäne unter den richtigen Bedingungen tatsächlich sehr freundlich und gesellig sein. Einer der Hauptgründe, warum Schwäne freundlich sein können, ist, dass sie sehr soziale Tiere sind, die starke Bindungen zu ihrem Partner eingehen. Wenn sie einmal einen Partner gefunden haben, bleiben Schwäne oft ihr ganzes Leben lang zusammen, teilen sich das Futter, pflegen sich gegenseitig und ziehen ihren Nachwuchs auch gemeinsam auf. Diese starke Bindung zwischen den Partnern kann sich auch auf die anderen Schwäne in ihrer Familiengruppe ausdehnen und so ein Gefühl der Gemeinschaft und Zusammenarbeit fördern. Neben ihrem geselligen Verhalten sind Schwäne auch für ihre Intelligenz und Neugierde bekannt. Sie können einzelne Menschen erkennen und sich ihnen nähern, um sie zu untersuchen oder nach Nahrung zu suchen. Dieses Verhalten kommt häufiger in Gebieten vor, in denen die Schwäne an die Anwesenheit von Menschen gewöhnt sind und regelmäßig von ihnen gefüttert werden. Wenn es um Interaktionen mit Menschen geht, können Schwäne je nach Situation entweder freundlich oder auch aggressiv sein. In Situationen, in denen sie sich sicher und wohl fühlen, können sie auf Menschen zugehen und sich sogar streicheln oder füttern lassen. Nummer 13. Einer der Hauptgründe, warum Meerschweinchen als freundliche Haustiere gelten, ist, dass sie sehr soziale Tiere sind, die sich in der Gesellschaft anderer wohlfühlen. In freier Wildbahn leben Meerschweinchen in großen Gruppen und dieses soziale Verhalten hat sich auch auf ihr Leben als Haustiere übertragen. Allein gehaltene Meerschweinchen können einsam und depressiv werden, aber mit Menschen sind sie im Allgemeinen sehr freundlich und neugierig. Sie sind bekannt für ihr sanftes Wesen und ihre Bereitschaft, sich ihren Besitzern zu nähern, sie zu beschnuppern und sogar abzulecken, um ihre Zuneigung zu zeigen. Sie lassen sich auch gerne streicheln und halten und geben oft leise Schnurgeräusche von sich, wenn sie gestreichelt werden. Meerschweinchen spielen auch gerne mit Spielzeug, rennen in ihren Käfigen herum und erkunden ihre Umgebung. Ein weiterer Aspekt des Verhaltens von Meerschweinchen ist, ihre Fähigkeit trainiert zu werden. Einfache Tricks, wie zum Beispiel auf ihren Namen zu reagieren oder zu kommen, wenn sie gerufen werden, kann man ihnen sehr leicht beibringen. Nummer 12. Die Hunderasse Labrador Retriever hat ihren Ursprung im St. John's Dock. Im 19. Jahrhundert wurde diese Rasse in England mit verschiedenen anderen Rassen gemischt. Sie gehören zu den beliebtesten Hunderassen weltweit und werden oft als die freundlichsten Hunde der Welt bezeichnet. Dank ihres Temperaments sind sie nicht nur als Familienhunde beliebt, sondern auch als Therapiehunde, Suchhunde und Blindenführhunde. Labradore sind außerdem unglaublich anhänglich. Sie sind bekannt für ihre Loyalität und lieben die Nähe zu ihren Besitzern.
Außerdem neigen sie dazu, ihren Besitzern überall hin zu folgen. Sie lieben es zu kuscheln und machen es sich oft mit ihren Besitzern auf der Couch gemütlich, um lange fernzusehen. Sie sind auch sehr verspielt und lieben es mit ihren Besitzern zu schwimmen und zu erkunden. Da sie ihren Besitzern unbedingt gefallen wollen, sind sie sehr gut erziehbar und eignen sich hervorragend als gehorsame Haustiere. Sie haben ein sehr ruhiges und ausgeglichenes Temperament, das sie freundlich zu fast jedem macht, dem sie begegnen, auch zu Fremden, Kindern und anderen Haustieren. Nummer 11. Oktopusse sind geheimnisvolle Meeresbewohner, die seit Jahrhunderten unsere Fantasie beflügeln und uns faszinieren. Bekannt für ihre Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und einzigartigen Fähigkeiten, sind diese Tiere ein Wunder der Natur. Aber die Frage bleibt, sind sie freundlich? Der Bimak-Krake gilt als der freundlichste unter den Kraken und wir erklären dir auch warum. Es sei darauf hingewiesen, dass der Begriff Freundlichkeit bei Bimak-Kraken nicht ganz einfach zu definieren ist. Diese Meeresbewohner sind sehr intelligent und neugierig und können darauf trainiert werden, Menschen zu erkennen und mit ihnen schließlich zu kommunizieren. Dennoch gibt es viele Geschichten über Bimak-Kraken, die sich in freier Wildbahn freundlich gegenüber Menschen verhalten. Es gibt Geschichten von Kraken, die mit Angelschnüren spielen oder sogar Tauchern, die ihren Unterwasserlebensraum erforschen, die Hand reichen, um sie zu berühren und zu untersuchen. Einigen Berichten zufolge sind Bimak-Kraken geselliger als andere Krakenarten und können sich Menschen aus nächster Nähe nähern. Forscher haben auch berichtet, dass sie den Menschen, denen sie begegnen, Geschenke wie zum Beispiel Muscheln oder andere Gegenstände mitbringen. Nummer 10. Fennek-Füchse sind kleine Wüstenfüchse, die in den Wüsten Afrikas und der arabischen Halbinsel leben. Sie sind bekannt für ihr auffälliges Aussehen, ihre großen Ohren und ihr verspieltes Verhalten. Obwohl sie traditionell nicht als Haustiere gehalten werden, können sie freundliche Begleiter für diejenigen sein, die bereit sind, ihnen die nötige Aufmerksamkeit zu schenken. Einer der Hauptgründe, warum diese Füchse freundlich sein können, ist ihr soziales Verhalten. In freier Wildbahn leben sie in kleinen Gruppen mit ihren Familienmitgliedern, aber allein gehaltene Füchse können einsam und depressiv werden. Sie sind für ihr neugieriges und verspieltes Wesen bekannt und genießen es, ihre Umgebung zu erkunden, mit Spielzeug zu spielen und mit ihren Besitzern zu interagieren. Du kannst diese Füchse auch halten und sie geben oft leise, schnurrende Laute von sich, wenn sie gestreichelt werden, ähnlich wie etwa eine Katze. Ein weiterer Aspekt des Verhaltens dieser Füchse, der zu ihrer Freundlichkeit beiträgt, ist ihre Anpassungsfähigkeit. Sie können sich in verschiedenen Umgebungen wohlfühlen, zum Beispiel in der Wüste oder sogar im Haus. Nummer 9. Hyazinth Aras sind große, bunte Papageien, die für ihre Schönheit und Intelligenz bekannt sind. Obwohl sie traditionell nicht als Haustiere gelten, können sie freundliche Gefährten sein, wenn man bereit ist, ihnen die nötige Pflege und Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Einer der Hauptgründe, warum Hyazinth Aras freundlich sein können, ist ihr soziales Verhalten. In freier Wildbahn leben sie in kleinen Schwärmen mit ihren Familienmitgliedern, aber sobald sie domestiziert sind, sehen sie dich als ihre Herde an. Es wird jedoch empfohlen, sie in Paaren oder Gruppen zu halten. Hyazinth Aras können auch einzelne Menschen erkennen oder Zuneigung suchen. Außerdem zeigen sie ein freundliches Verhalten, sprechen und kuscheln mit dir und striegeln dich. Eine Eigenschaft der Hyazinth Aras, die ihr angenehmes Wesen unterstreicht, ist ihre Lernfähigkeit. Diese Vögel sind in der Lage, verschiedene Tricks zu beherrschen, zum Beispiel auf ihren Namen zu reagieren, menschliche Worte nachzuahmen und einfache Aufgaben zu erfüllen. Nummer 8. Tamanduas sind kleine, baumbewohnende Ameisenbären, die in Mittel- und Südamerika leben. Obwohl sie vielleicht nicht so bekannt sind wie andere exotische Tiere, sind sie faszinierende Kreaturen mit einem überraschend freundlichen Wesen. Sie haben keine Zähne und leben in der Wildnis in kleinen Familiengruppen. Sie kommunizieren miteinander durch verschiedene Laute und putzen sich oft gegenseitig, um soziale Bindungen aufrechtzuerhalten. Das bedeutet, dass sie für ihre sanfte und neugierige Art bekannt sind. Sie sind nicht aggressiv und greifen Menschen nicht schnell an, aber sie sollten sich nicht bedroht oder in die Enge getrieben fühlen. Tamanduas können sich Menschen nähern, wenn sie zum Beispiel nach Futter suchen und sie lassen sich sogar streicheln oder halten. Sie können auch ein Katzenklo benutzen, ihren Namen lernen, haben Lieblingsspielzeug und wählen ihre eigenen Verstecke, die sie lieben. Ein weiterer lustiger Aspekt dieser Tiere ist, dass sie manchmal an einem Hals schnuppern wollen. Wenn du ein Tier als Haustier haben möchtest, ist das möglich, aber diese Tiere brauchen eine Ernährung, die reich an Insekten und anderen kleinen Beutetieren ist. Außerdem brauchen sie regelmäßige körperliche Aktivität und geistige Anregung, um ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu erhalten. Am besten hältst du sie in einem Innen- oder Außengehege mit viel Platz zum Klettern und Erforschen. Nummer 7.
Wenn du das große Maul des Riesenhais siehst, denkst du vielleicht, dass er ein gefährliches und beängstigendes Meerestier ist. Tatsächlich sind Riesenhaie aber freundliche Tiere, die es nicht böse meinen und Taucher oft begrüßen. Sie sind große, sich langsam bewegende Haie, die weltweit in gemäßigten Gewässern vorkommen. Auch wenn sie nicht so bekannt sind wie andere Haiarten, sind Riesenhaie faszinierende Kreaturen mit einem überraschend freundlichen Wesen. Einer der Hauptgründe, warum Riesenhaie so freundlich sein können, ist ihr passives Fressverhalten. Im Gegensatz zu einigen anderen Haiarten ernähren sich Riesenhaie hauptsächlich von Plankton und kleinen Fischen und sind nicht dafür bekannt, Menschen anzugreifen. Tatsächlich sieht man Riesenhaie oft in der Nähe von Booten schwimmen und sie lassen sogar zu, dass Menschen neben ihnen schwimmen. Ein weiterer Aspekt des Verhaltens von Riesenhaien, der zu ihrer Freundlichkeit beiträgt, ist ihre Neugierde. Sie springen unter anderem aus dem Wasser, um mit anderen Haien zu kommunizieren oder ihr Revier zu markieren. Nummer 6. Angora-Kaninchen sind eine Rasse von domestizierten Kaninchen, die für ihr langes, weiches Fell bekannt sind. Sie haben genau den Charakter, der zu ihrem niedlichen Aussehen passt und lieben das Leben, das Essen und die Menschen. Diese Kaninchen sind für ihr sanftes Wesen bekannt und beißen oder kratzen nicht, es sei denn, sie fühlen sich bedroht. Sie lieben es, ihre Umgebung zu erkunden, mit Spielzeug zu spielen und bei ihren Besitzern zu sein. Neben ihrem süßen und ruhigen Wesen und ihrem gelassenen Temperament beschreiben viele Besitzer sie als freundliche und gutartige Tiere. Sie sind gesellige Geschöpfe und genießen es, von klein auf gehalten zu werden. Einige Besitzer haben sogar berichtet, dass ihre Angora-Kaninchen aktiv die menschliche Gesellschaft suchen und sich nach Aufmerksamkeit und Zuneigung sehnen. Diese Kaninchen sind im Allgemeinen nicht aggressiv und sitzen gerne auf dem Schoß ihres Besitzers oder kuscheln mit ihm für ein Nickerchen. Es ist erwähnenswert, dass männliche und weibliche Angora-Kaninchen leicht unterschiedliche Persönlichkeiten haben können. Manche Kaninchen sind eher zurückhaltend oder schüchtern, während andere eher extrovertiert und sozial sind. Nummer 5. Chamäleons sind in der Regel Einzelgänger und ziehen es vor, allein zu sein. Deshalb brauchen sie keine Rudel oder Gruppen. Mit dem richtigen Training und der richtigen Sozialisierung können sich einige Chamäleons jedoch daran gewöhnen, von Menschen angefasst zu werden. Das gilt besonders für Tiere, die von klein auf in Gefangenschaft aufgezogen wurden. Wenn du dich dafür entscheidest, ein Chamäleon als Haustier zu halten, ist es wichtig, dass du regelmäßig und behutsam mit ihnen umgehst und sie an den Umgang mit Menschen gewöhnst. Chamäleons sind ruhige und langsame Tiere, aber trotz ihres Rufs als Einzelgänger sind einige Chamäleonarten geselliger als andere. Das Jackson-Chamäleon zum Beispiel ist für seine soziale und aufgeschlossene Art bekannt und kann sogar auf Menschen zugehen. Chamäleons haben eine einzigartige und fesselnde Persönlichkeit und können sehr unterhaltsam zu beobachten sein. Das liegt an ihrer Fähigkeit, die Farbe zu wechseln und sich an ihre Umgebung anzupassen. Außerdem können sie mit dem Kopf wippen oder ihre Kehle aufplustern, um mit anderen Chamäleons oder Menschen zu kommunizieren. Nummer 4. Der südliche Stechrochen ist ein wunderschönes Meerestier, das für sein friedliches Wesen bekannt ist und unter den richtigen Bedingungen recht freundlich zu Menschen sein kann. Obwohl sie einen Widerhaken am Ende ihres Schwanzes haben, sind sie nicht von Natur aus aggressiv und setzen ihren Widerhaken nur zur Selbstverteidigung ein. Solange du also vorsichtig bist und ihren Freiraum respektierst, kann man sich ihnen nähern und sie sind oft zufrieden, wenn sie in der Nähe von Menschen sind. Diese Meerestiere sind an menschliche Besucher gewöhnt und schwimmen häufig um Menschen herum, wenn sie gefüttert werden oder sich ihnen nähern. In Aquarien oder Meeresparks werden manchmal Ausflüge angeboten, um mit ihnen zu schwimmen oder zu schnorcheln, und du kannst sie dabei sogar füttern. Stingray City in Grand Cayman ist ein beliebter Touristenort, an dem sie sich in großer Zahl versammeln. Besucher haben die Möglichkeit, sie zu füttern und mit ihnen im seichten Wasser zu schwimmen. Sie sind auch dafür bekannt, dass sie wegschwimmen und nach ein paar Minuten wieder zurückkommen, um mehr Kontakt zu suchen. Nummer 3. Schafe sind von Natur aus sanftmütige Geschöpfe und werden oft als Haustiere gehalten, was bedeutet, dass sie sich an den Kontakt mit Menschen gewöhnt haben. Sie sind freundliche Tiere, die eine enge Bindung zu Bauern und Hirten entwickelt haben. In vielen Ländern haben die Landwirte und Hirten sogar eine persönliche Beziehung zu ihren Schafen. In einigen Fällen können Schafe lernen, die Stimmen und Gesten ihrer menschlichen Betreuer zu erkennen und darauf zu reagieren. Schafe sind auch von Natur aus sehr neugierig und gehen oft auf Menschen zu, um neue Anblicke und Geräusche zu erkunden oder ihre angeborene Neugier zu befriedigen. Das bedeutet, dass sie oft empfänglicher für menschlichen Kontakt sind als andere Nutztiere wie Kühe oder Pferde. Neben ihrem freundlichen Wesen sind Schafe auch für ihr ausgeprägtes Sozialverhalten bekannt. Sie neigen zum Beispiel dazu, starke Bindungen zu anderen Schafen in ihrer Herde aufzubauen und zeigen oft Anzeichen von Verzweiflung, wenn sie von ihren Gefährten getrennt werden.
Manche Schafsrassen sind freundlicher und sozialer als andere. Die Dorset-Schafsrasse zum Beispiel ist für ihr ruhiges und freundliches Temperament bekannt, während andere Rassen, wie das Island-Schaf, eher unabhängig und zurückhaltend sind. Nummer 2. Polarfüchse sind für ihr verspieltes und geselliges Wesen bekannt. Und sie werden oft als freundliche Tiere beschrieben. Sie sind von Natur aus neugierig und forschend und kommen oft auf Menschen zu, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Im Gegensatz zu anderen Fuchsarten sind Polarfüchse normalerweise nicht aggressiv und zeigen nur selten Anzeichen von Aggression gegenüber Menschen oder anderen Tieren. Der Polarfuchs ist in den arktischen Regionen Nordamerikas, Nordeuropas, Nordasiens und in den skandinavischen Bergen zu finden. Sie können verspielt sein und ein soziales Verhalten an den Tag legen und verschiedenen Artikeln zufolge sind sie auch sehr anhänglich. In vielen arktischen Regionen haben indigene Gemeinschaften enge Beziehungen zu Polarfüchsen entwickelt und sie sogar als Haustiere und Jagdpartner domestiziert. Die Füchse haben sich an den menschlichen Kontakt gewöhnt und wurden dabei beobachtet, wie sie ihren Besitzern Zuneigung entgegenbrachten. Neben ihrer Freundlichkeit gegenüber Menschen sind Polarfüchse auch für ihr soziales Verhalten gegenüber anderen Mitgliedern ihrer Art bekannt. Nummer 1. Die Freundlichkeit von Delfinen zeigt sich darin, dass sie sich Schwimmern nähern und oft neben Booten schwimmen. Delfine sind sehr kommunikative Tiere und dafür bekannt, dass sie sich untereinander und mit Menschen durch verschiedene laute Körpersprache und Verhaltensweisen verständigen. Die freundlichste Delfinart ist jedoch der große Tümmler. Sie sind dafür bekannt, dass sie starke soziale Bindungen mit ihren Artgenossen, aber auch mit anderen Meerestieren wie Haien und Meeresschildkröten eingehen. Sie sind von Natur aus verspielt und neugierig und nähern sich oft anderen Tieren, um mit ihnen zu spielen oder soziale Kontakte zu knüpfen. In einigen Gebieten, wie zum Beispiel in der Shark Bay in Australien, haben die großen Tümmler eine einzigartige Beziehung zu den Menschen entwickelt. Bei diesem Verhalten tragen sie Meeresschwämme auf ihrer Schnauze, während sie auf dem Meeresboden nach Nahrung suchen. Große Tümmler werden auch oft in tiergestützten Therapieprogrammen eingesetzt und haben eine starke therapeutische Wirkung auf Menschen. Was ist dein Lieblingstier? Lasst es uns in den Kommentaren wissen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt ihm mal einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr Videos von uns sehen wollt, klickt auf den Bildschirm oder schaut euch auf unserem Kanal um. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.